sing for Raif Badaway, who tonight remains behind bars in his home of Saudi Arabia for the crime of running a website where you could write what was on your heart. This is three kids living now in Montreal, taking refuge in your great country. There's Nadia, Berad, and Miriam. Sing for them. Sing your song of freedom all the way to Saudi Arabia. Saudi-Arabien hat übrigens eine Schlüsselrolle im UN-Menschenrechtsrat. Sie bestimmen also mit, wer in der Welt Menschenrechtsverletzungen überwachen soll. Das erstaunt doch sehr bei den Bildern, die wir jetzt sehen. Ein Platz in der saudischen Hafenstadt Jeddah vor wenigen Wochen. Drei Männer werden öffentlich geköpft. Ein Tourist filmt die grausamen Szenen heimlich mit seinem Handy, obwohl das strengstens verboten ist. Säkularismus ist die Lösung. Der saudische Blogger Raif Badawi, der für seinen Aufruf zu mehr Toleranz, Meinungsfreiheit und Achtung der Menschenrechte zu 10 Jahren Haft und 1000 Stockschlägen verurteilt wurde, entdeckte diesen Satz auf der Toilettenwand eines saudischen Gefängnisses. In seinem Brief aus dem Gefängnis, den Raif seiner Frau Ansaf Haider am Telefon diktierte, beschrieb er, wie sehr ihn dieser ungewöhnliche Toilettenspruch berührte. Ich war zutiefst verwundert und erfreut über diesen kurzen, schönen Satz. Dass ich so etwas zu lesen bekam, inmitten hunderter vulgärer, in allen erdenklichen arabischen Dialekten geschriebener Worte, mit denen man diese dreckigen Klowände beschmiert hatte, bedeutet, dass es irgendwo hier in diesem Gefängnis zumindest eine Person geben muss, die mich versteht. Jemanden, der versteht, wofür ich gekämpft habe und weswegen man mich hier eingesperrt hat. Seit 3 Jahren sitzt ein Mann in Saudi-Arabien im Gefängnis, dessen Vergehen nur darin besteht, dass er auf seinem Internetblog für eine freiheitliche Gesellschaft eintrat. Raif Badawi wurde am 17. Juni 2012 festgenommen. Die saudischen Behörden warfen ihm vor, Muslime, Christen, Juden und Atheisten als gleichwertig anzusehen. Dies stuften sie als Beleidigung des Islam ein. Ein todeswürdiges Vergehen in ihren Augen. Als im Januar 2015 Bilder von der ersten öffentlichen Auspeitschung auftauchten und Amnesty International eine aufsehenerregende Kampagne startete, rief Raifs Fall massive Proteste in vielen Ländern hervor. Weltweit forderten Politiker und Prominente die sofortige Freilassung Raif Badawis. In vielen Orten rund um den Globus fanden Mahnwachen statt. Die öffentlichen Proteste zeigten Wirkung. Und so blieb Raif Badawi bislang von weiteren Stockschlägen verschont. Doch er ist noch immer eingesperrt, gesundheitlich angeschlagen und von der Außenwelt isoliert. Dabei besteht sein einziges Verbrechen darin, den Mut aufgebracht zu haben, öffentlich für die Achtung der Menschenrechte einzutreten. Dass Raif Badawi heute als das wohl berühmteste Opfer der Unterdrückung der Meinungsfreiheit gilt, ist nicht zuletzt seiner Frau Ansaf Haider zu verdanken, die 2013 mit ihren Kindern nach Kanada floh. Ansaf Haider reist unermüdlich um die Welt, um für die Freiheit ihres Mannes zu kämpfen. Aber auch, um auf das Schicksal der vielen anderen politischen Gefangenen hinzuweisen, die, ähnlich wie Raif, dem Gesinnungsterror religiöser Diktaturen unterworfen sind. Zu diesem Zweck gründete Ansaf Haider 2015 die Raif Badawi Foundation, die sich für einen grundlegenden kulturellen Wandel, für Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung, Wahrung der Menschenrechte und die Freilassung der politischen Gefangenen in den arabischen Staaten einsetzt. Von dem Schicksal Raif Badawis erfuhr die Welt, weil dieser Mann eine nicht minder mutige Frau hat, die aus dem Land seiner Peiniger floh, seither überall auf der Welt für die Freilassung ihres Mannes kämpft und heute an seiner Stadt den bedeutenden Sacharow-Preis der EU entgegennahm.
Nun erhält Ensaf Haider zusammen mit Raif Badawi den mit 10.000 Euro dotierten Deschner-Preis der Giordano-Bruno-Stiftung. Die Stiftung ehrt die beiden damit für ihren gemeinsamen, mutigen und aufopferungsvollen Einsatz für Säkularismus, Liberalismus und Menschenrechte. Raif Badawi schrieb vor 6 Jahren: Meinungsfreiheit ist die Luft, die jeder Denker zum Atmen braucht. Die saudischen Behörden haben ihm diese Luft genommen. Dabei darf es nicht bleiben. Unterstützen Sie Raif Badawi und Ensaf Haider in ihrem Kampf für die Achtung der Menschenrechte weltweit, auch in Saudi-Arabien. Free Raif.